den Lobbyismus, den ich am Anfang schon angesprochen habe, der so weit führt, dass teilweise Konzerne in den Ministerien sitzen. Es wurde ein bisschen eingedämmt, aber die sitzen da immer noch, arbeiten an Gesetzestexten mit oder sie haben sozusagen direkten Zugang zu den Staatssekretären, zu den Ministern und verhandeln dort sozusagen ihre Gesetze. Und das ist ein Geben und Nehmen. Wenn man sich das letzte Kabinett anguckt, von denen, die jetzt nicht mehr in Regierungsverantwortung sind, es sind ja eine Menge Minister und Staatssekretäre nicht mehr, die sind alle in der Wirtschaft. Aber nicht, weil sie einen großen ökonomischen Selbstverstand haben, sondern alle als Lobbyisten. Und teilweise haben sie sogar Überschneidungen gehabt von Kleden, Wissmann und wen wir alle hatten. Die waren dann noch Minister oder Staatssekretär, als sie schon sozusagen unter Vertrag der Lobby waren, der Konzerne. Also Herr van Kleven hat beispielsweise in Europa noch darüber verhandelt, dass Deutschland eben nicht die Abgaswerte einhält, während er gleichzeitig noch im Kabinett gesessen hat. Und hat sozusagen für einen Autokonzern bestimmte Ausnahmen rausgeholt oder insgesamt dann sogar für die deutsche Autolobby auch noch ein bisschen was rausgeholt. Das heißt, man wird eigentlich schon von anderen bezahlt und dann ist natürlich klar, welche Politik man dann auch anstrebt. Und dann gibt es ganz viele, die werden zwar niemals von der Wirtschaft bezahlt, aber die hoffen, dass sie vielleicht von der Wirtschaft bezahlt werden. Und deswegen sind sie willfährig, schon bevor sie überhaupt diese Chance haben. Auch das haben wir.